So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder einem neuen Gameplay von mir, eher gesagt. Mein Name ist Seabrex und wir spielen heute mal wieder Black Ops 3 Multiplayer auf der Map Hunted. Ja doch, die hatten wir schon mal, die Map, die hatten wir schon mal. Wir spielen nochmal Abschluss bestätigt, wie im letzten Mal, glaube ich. Und ihr seht schon, ich habe total andere Abschlussserien. Das liegt daran, dass ich gerade eben Prestige gedrückt habe und halt noch keine Freischaltesachen habe. Also die, wie heißt's, diese Tokens, da habe ich noch gar keinen einzigen. Aber ich glaube, ich hatte einen, habe den für irgendetwas anderes verschwendet, weil ich es total vergessen habe, dass ich ja jetzt überhaupt nichts mehr habe. Deswegen wird das wahrscheinlich eine etwas andere Runde, sage ich mal so. Ja, da ist es ja schon passiert, da ist der Death gleich hier am Anschlag, ey, Wahnsinn. Ja, schauen wir mal, vielleicht schaffen wir ja Level 3, da habe ich schon mal zwei Freischaltesachen. Es ist ja leider kein Double XP mehr. Es ist jetzt doppelte Waffen-EP. Zurzeit zumindest. Ich weiß nicht, es bringt mir persönlich jetzt nicht so viel. Oh. Wenn wir den noch bekommen hätten? Ich bin jetzt nicht so sicher. Scheiße, nee. Ich habe eine Granate. Die könnte hier vielleicht ein bisschen was bringen. Nee. Lokus. Oh Gott. Nee. Verdammt. Und dann ist auch einer. Ist klar, ne? Willst du abbauen? Alter, der schafft sogar. Ist nicht sein Ernst. Okay. Wir haben noch keinen einzigen Kill. Wir haben ja noch nicht mal die Chance mehr oder weniger gehabt. Wir haben ja noch nicht mal einen angefragt. So, jetzt aber. Ich glaube es nicht. Alter, was ist denn gerade los? Als ob ich noch nie dieses Spiel gespielt hätte. 0-3. Geil. Egal, das wird noch. Obwohl, endlich mal. Und da kommt gleich der nächste, glaube ich. Okay. Scheint tot zu sein. Ich weiß nicht, ich finde die Map eigentlich ganz okay. Aber sie ist halt wirklich nicht meine Lieblingsmap. Da kommt der Knife Runner. So. Der ist tot. Geier ich mal die Marke und meine. Das machen die nämlich auch immer mit mir. Deswegen darf ich das jetzt auch. Wohl. Oh Mann, ey, die Marke hätte uns doch wenigstens noch lassen können. Meine Drohne gehabt. Ich spiele jetzt normalerweise eigentlich nicht mehr so wirklich mit Drohne. Ab und zu mal in Herrschaft oder so ist zwar noch ganz okay. Aber normalerweise finde ich, die bringt nicht so viel. Sie wird meistens eh immer abgeballert. Wie gesagt, als ob alle meine Videos gesehen haben. Seitdem ich das Video gemacht habe, wo ich die Klasse vorgestellt habe, spielt jeder nur noch mit dem Raketenwerfer. Weißt du, vielleicht hat ja jemand anders auch noch so ein Video gemacht. Kann natürlich auch sein. Ich glaube jetzt nicht wirklich, dass es an mir liegt. Aber auf jeden Fall ist es so. Relativ nervig eigentlich. So. Genau dann kommt einer, ne? Es ist so klar, es ist so klar. Ich decke die Tür ab, drehe mich um und im Moment, wo ich mich umdrehe, muss natürlich einer dastehen. Ja, den kriege ich jetzt aber. Dann kommt der nächste Show. Alter, was ist denn hier los? Ah, ich habe Sichtpuls. Stimmt, ich habe ja noch nicht mal meinen Kollegen mit der Minigun genommen. Ja. Die Gegner sind scheiße, irgendwie gefallen die mir nicht. Das ist so mein Problem an der Map. Irgendwie, egal welche Seite du hier langläufst, du fliegst immer aus dem Maul, weil es gibt ja theoretisch hier nur zwei Seiten. Das ist die Brücke da unten oder der Weg da oben. Und das mag ich an Maps so nicht. Ich will mindestens drei Seiten haben, wo man quasi auf die andere Seite kommt. Und das ist hier halt wie Operation Metro, oder? So heißt, glaube ich, da diese Zugmap. Wow. Das war nicht schlecht. Da ist es ja auch so bei Operation Metro. Gefällt mir auch nicht so wirklich. Diese klare Linie, wo die Mitte kennzeichnet. Nee, so Maps mache ich nicht. Ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Ich will jetzt auch mal was hier bekommen, was Gescheites. Oh, scheiß Sichtpuls nervt mich. Ja, der killt uns. Ne, will er nicht.
gemacht. Und schon wieder sterben wir kurz vor der Drohne. Ne, wir haben hier noch gar nichts erreicht. Noch gar nichts. Gutes Spiel ist ja noch erwähnt. Ich will gerade auf, warum ist meine Taskleiste eigentlich unten an? Meine Fresse, Alter, warum ist denn die an? Ja, jetzt sehe ich sie, jetzt habe ich sie gemerkt, jetzt nervt sie mich natürlich. Na komm, das schaffen wir schon. Auch mit Taskleiste. Ich denke mal, ihr werdet sie nicht sehen. Feindliche Drohne gesichtet. Feindliche Drohne. Ja, aber geiern kann ich ja trotzdem noch. Zwar nicht mein Lieblingsraketenwerfer, weil er nur zwei Schüsse hat. Aber immerhin besser als gar nichts. Den anderen gibt es nämlich, glaube ich, erst mit Level 14 oder 13. Den Black Cell. Dauert ja nicht so lang. Ich habe ja auch noch eine Freischaltung, fällt mir so auf. Was haben wir denn seine 9-9? Ja, okay. Ja, okay. Der Gegner hat 18-7, 10-7, 14-6. Ja. Das hat ja eigentlich auch nicht so viel zu bedeuten. Prophet erledigt. So, nehmen wir den Marken. Sind wir schon mal Level 2, das ist schon mal etwas. Warum geht's denn hier eigentlich gar nicht so wirklich voran? Das verstehe ich nicht. Feindliche Hälfte. Es ist so klar, dass er nach links wieder springen muss und nicht nach rechts, ne? 10-10. Na, gefällt mir nicht so. Die Runde gefällt mir nicht so. Ich hoffe, in der nächsten sieht es anders aus. Ich will jetzt mal ein wenig mehr aufnehmen. Weil ich nehme quasi jetzt zurzeit immer die Folgen auf, an dem Tag, wo ich sie auch hochladen muss. Also das werdet ihr hoffentlich heute noch sehen. Ich weiß gar nicht, welche. Ah, okay. 27.11. haben wir heute. Also wenn ihr das am 27.11. seht, hat alles geklappt. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Ah, so. Da hat der Sichtpuls mal seinen Dienst auf jeden Fall geleistet. Wenn wir jetzt noch endlich mal zumindest etwas bekommen. Bedrohung neutralisiert. Also Abschluss sehr denn technisch. Wäre das natürlich auch noch nicht schlecht. So ein Geschütz wäre halt echt ganz geil. Weil ich finde, so das Geschütz ist so meine Lieblingsabschussserie. Das ist perfekte Preis-Leistung auf jeden Fall. Geschütz killt immer relativ viele. Kostet nicht so viel. Also mein Geschütz killt schon häufiger mal mehr als Raps killt. So, da war einer. Jawohl, endlich. Noch zwei, ein bisschen Talon. Ich finde, Talon ist aber nicht so geil. Ich musste jetzt nehmen, weil ich sonst nichts anderes habe. Gut, die Hellstorm hätte ich jetzt noch, glaube ich. Aber die Hellstorm ist noch schlimmer. Ach, Gegner? Einer wird ein... Okay. Spielt anscheinend mit Geist. Ja, scheiße. Egal, unser Geschütz hat schon einen Kill. Ist ja nicht so viel, aber... Ja, warum nicht? Das Loch lebt ja unter, war geiler Frame-Einbruch. Unterwegs. Was mir auch gerade so auffällt, ist, dass sich die Spawns noch nicht einmal gewechselt haben. Oder? Also mir ist es zumindest jetzt noch nicht aufgefallen. Wir sind immer hier hinten aufgestanden und nicht da vorne bei diesem komischen Scheiß da. Wenn wir schon das Zeug hier haben, können wir es nochmal benutzen. Das Spiel hat nicht gerne mit Granate. Lol, was war denn das? Ach, der scheiß Dart. Ja, klasse. Unser Geschütz ist noch da. Das ist, glaube ich, kein so guter Ort. Okay. Okay. Das ist trotzdem, glaube ich, kein so guter Ort für das Geschütz. Ich stelle es eigentlich lieber auf den Balkon. Aber da kommt man ja zurzeit nicht hin. Oder da in das Haus könnte man es eigentlich auch mal stellen. Aber egal, jetzt bringe ich es nicht wieder weg. So. Dann machen wir hier Sichtpuls. Ziel gesichtet. Scheiße. Hier ist auch noch einer. Ich werde dem mal das Leben jetzt sozusagen. Ein Firebreak weniger. Ah, ich glaube nicht, dass der Kollege da von uns den gesehen hätte. Ah, 150 bis zur Drohne. Vielleicht schafft man das sogar noch. 42 Sekunden noch. Dann ist das Game schon wieder vorbei. Da hätte eine Kill Decaner was. Wohl. Wir heben halt nur keine Marken auf. Wir gewinnen sogar zurzeit noch. Die letzten Sekunden laufen. Jetzt nicht nachlassen. Das schaffen wir, denke ich.
Alter, was sind denn für... Achso, der schießt mit seinem Bogen, oder was? Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Fuck it. Jawohl. Der Typ da vorne nervt mich auch. Okay. Ist klar, ne? Wusstet ihr, dass wir da sind? Ah, ist auch egal. Gewonnen ist gewonnen, würde ich sagen. Kann man so lassen. 21:15 war jetzt das beste Spiel, was ich gemacht habe, aber war jetzt auch kein unglaublich schlechtes. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass ich quasi nichts hatte, außer meine Waffe, ist es schon ganz okay. Ja, doch, kann man lassen. Das Geschütz hat, glaube ich, einer zu viel Hit gerissen auf der Map. Ja, egal. 10 times more kills than your team, but you can just cam and don't get the tags. Nice. Ja, da hat er gar nicht mal so unrecht, würde ich sagen. Sagan 2021, ja gut, dafür hat er fast so viele Marken wie der Olafmeister. Aber ist auch egal, gewonnen ist gewonnen. Braucht man nicht hier zu hetzen. Aber okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich bleibe in der Lobby auch drin, wenn ich jetzt nicht gekickt werde durch irgendwelchen Gründen. Aber okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es Black Ops 3 heißt. Bis dann und ciao.